Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Im letzten Part haben wir die Bank ausgeraubt und sind mit dem Boot entkommen. Gott schütze deinen Alten. Los, komm. Und jetzt sollen wir hier zu irgendeiner Laderampe gehen, um ein Auto zu finden. Hier fehlt mir ein bisschen die Musik. Geht mir hier ein bisschen lauter machen können, Rolf. Clowns, ey. Mann, durch die Bar. Mir zu erzählen, die Party sei vorbei. Ich bestimme, wann die Party vorbei ist. Wir erhalten zwar noch weitere Meldungen, doch die Polizei berichtet von mehreren getöteten Fachleuten. Die Täter seien mit einer Beute von mehreren Millionen Dollar entkommen. Scheiße, habt ihr gehört? Wir sind in den Nachrichten. Mist, sie haben das Boot gefunden. Bleib cool, Mann, ist noch nichts verloren. Da sagt sie aber was anderes. Da ist was faul mit dem Jungen. Du hast Glück, dass sie dich versoffene Assel nicht im Graben liegen lassen. Polizeigewalt. Hype. Das war schon wieder knapp, ich hab's schon wieder fast gesehen. Oh, Scheiße. Verdammt, was machen wir jetzt? Alice. Hier ist alles voller Scheißbullen. Dennis, Ruhe. Wir kriegen das schon hin. Okay, ihr nehmt Danny und die Kohle und geht zum Auto. Ich kümmere mich um die Bullen. Nein, ich lenke sie ab. Kommt gar nicht in Frage, Mann. Schon gut, geht ja nicht allein. Jesus hier ist unser Begleiter. Amen. Also, gehen wir. Sehr gut. Hey, guck mal hier! Oh Gott. Wieso machen wir denn das? Ja, du bist in der roten Polizeifahndungszone und dann werden die Cops schießen und dann Fragen stellen. Von der Polizei erfolgt, um die Polizei abzuhängen, verlasse die blinkende Polizeifahndungszone und verstecke dich. So, gut. Oh, ich habe keine HP mehr. Ich hatte doch welche. Ich werde gleich noch nicht. Ich habe nicht mehr so viel... Oh, das ist richtig super. Meine Tastatur, ich habe ja G19S und die blinkt jetzt in der Polizei, also die blinkt jetzt rot und blau. Wenn ich spiele, ist sie, glaube ich, orange und in den... wenn nicht passiert, ist sie schwarz irgendwie. Was, dass sie jetzt blinkt, das gefällt mir schon gut. Ist auch schön, dass da Leute noch was für machen, weil... Ich weiß nicht, ob das so alles funktioniert. Blaue Polizeizellen. Bist du einige Verfolger losgeworden und bist jetzt in der Blauzone? Schau dir die Polizeifahndungszone auf der Minikarte an. Wollte ich noch völlig, um die Blauzone zu verlassen. Was bringen die denn jetzt außen mit der Demonstriererei und dem Gebrüll? Ja, wie mache ich das? Kein Respekt vor anständigen Leuten. Richtig. Keine Spur von ihm hier. Sehen wir da drüben nach. Dann schauen wir mal bei Big Mouth rein und sehen, wer heute Abend spielt. Verstehe. Oh. Er muss ja irgendwo stecken. Suchen wir einfach weiter. Heilige Scheiße. Hier ist er. Kommt her und helft mir. Einheiten vor Ort ermittelt. Kann ich ihn gar nicht. Oh fuck. Oh shit, oh shit. Ich glaube, ich werde sterben.
Oh fuck. Das sieht scheiße, ich hab keine Munition mehr. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Wo ist Georgie? Wir wurden getrennt. Zuvor hat er noch gesagt, wir treffen uns im Haus. Oh, nice. Reinspringen. Hier ist unser Begleiter. Okay, gut. Ah! Oh Gott, ich hab Zivilisten überfahren, nein! Das muss ich noch üben mit dem Fahren. Das ist anders. Oh fuck, ja! An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Er ist doch gerade gehen. Schlafe ich auf einem Bett aus Titten. Scheißegal, was es kostet. Sind Sie weg? Ja, ja, Mann. Alles klar. Ich wusste, dass wir es schaffen. Ich wusste es. Wir sind reich. Robbing people with a six gun. I fought the law. Aber die können mich alle mal. I fought the law and the law lost. Sehr gut. Wie viel ist das? Bisschen mehr als 2 Millionen. Für jeden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Wenn wir hier durch sind, dann rufe ich einen Typen an, den ich kenne, und sage ihm, er soll uns 3 Nutten rüberschicken. Nichts nach. In dieses Haus hier kommt mir keine Nutte. Sicher? 2 von denen sind allein für dich. Diesmal ficke ich in meinem Schlitten. Na, das will ich auch hoffen. Mein Leben lang hat mir immer jemand gesagt, was ich tun oder lassen soll. Musste mir anhören, wo ich hingehen soll, wie ich hingehen soll und mit wem ich hingehen soll. Aber jetzt, nach diesem Ding, jetzt wird alles anders. Ich meine nicht das Geld, sondern Freiheit. Wirkliche Freiheit. Ich muss mir von keinem mehr was sagen lassen. Und das gilt für uns alle. Vouloir, c'est pouvoir, hein? Vouloir, c'est pouvoir. Wer ist denn da? Der Meister persönlich. Hey, da bist du ja. Danke. Ich hab euch wen mitgebracht. Machst dir was aus, 2 mehr einzuschenken? Na, aber mit Vergnügen. George hat erzählt, dass der Überfall beinahe in die Hosen gegangen wäre und Lincoln euch den Arsch retten musste. Auf den Jungen kannst du stolz sein. Bin ich, Sal. Sogar mächtig stolz. Junge, Junge, dieses Zeug haut vielleicht rein. Also, hat jemand was dagegen, dass der Kerl reinkommt, der meinen Anteil mitnehmen soll? Ja, rein mit ihm. Wenn ich einen krieg? Hier ist ein Kornwhisky. Da kriegst du Haare an den Eiern von. Sind die alle gleich? Nein, nimm gleich den höchsten. Ist dein Anteil mit meinen Schulden. Ich hab noch was draufgelegt wegen dem Ärger. Ohne dich jetzt nicht geklappt, Sammy. Jungs, ihr wart spitze, danke. Na. Na. Warum holst du uns nicht deine guten Tropfen? Wir müssen noch anstoßen. Ja. Ja, das darf ich dir nicht zweimal sagen. Mach dich voll. Hoch die Tassen. Weißt du, Lincoln, ich habe noch nie einen besseren Hurensohn gesehen als dich. Aber du hättest nicht Nein sagen sollen. Na, wo soll's denn hingehen? Dämliche, beschissene Nigger. Los, schnapp dir die Tasche, wir gehen. Als ich bei Sammy ankam, stand dort alles in Flammen. Warum ich da überhaupt hin bin, weiß ich nicht.
Als ich Lincoln aus den Flammen zog, kam er kurz zu Bewusstsein und bat mich, John Donovan anzurufen. Das habe ich dann getan. Ich wünsche mir so oft, ich hätte ihn nicht angerufen. Mr. Donovan, kennen Sie diese Person? Sicher. Sir Marcano. Mhm. Und was ist mit diesem Dieser Mann? Dieser dreckige Mistsack ist Sals Bruder Lou. Hören Sie. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Was wollen Sie wissen? Haben Sie Lincoln Clay geholfen, Sal Marcano und führende Mitglieder seiner Mafia-Familie zu ermorden? Aber ja, selbstverständlich. Das sind also die Männer, die ihr töten wollt, ja? Das ist der Plan, Padre. Das ist aber ganz schön gefährlich, so wie ihr das vorhabt. Und was würden Sie vorschlagen? Dass Marcano es verdient hat zu sterben, will ich gar nicht abstreiten. Bringt ihn um. Aber dann muss Schluss sein. Das reicht noch nicht! Es ist genug, wenn du beschließt, dass es genug ist. Ja, aber ich habe doch gerade beschlossen, dass es nicht genug ist. Was Sal dir angetan hat, Lincoln. Aber ganz egal, was du tust, davon wird keiner wieder lebendig. Ja, niemand wird wieder lebendig. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Ich will diesem Bastard zeigen, was es heißt, alles zu verlieren. Ich werde die Ratte Stück für Stück vernichten. Das klingt gut, ja. Machen wir so. Aber das ist eine Sackgasse, Lincoln. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Ich gehe jetzt zu Sammy und hol meine Sachen. Kommst du? Ich warte im Auto. Sie haben uns als Kinder gesagt, wir sollen noch die andere Wange hinhalten. Und nicht zurückschlagen. Das Problem ist, es geht nicht. Nicht im wirklichen Leben. Ist das Bier von der Marke Bier? Schmeckt bestimmt nach Bier. Nein, ist amerikanisch, das schmeckt nach Pisse dann. Ich mag den Ladebildschirm. Dies. So, haben wir noch genug Zeit? Ja, klar, 5 Minuten. Darf ich fahren? Mach ich einfach. Der Padre scheint nicht sehr begeistert von dem Plan zu sein. Um den musst du dir keine Sorgen machen. Ich will bloß nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Der weiß von jedem krummen Ding, das ich hier gedreht habe. Und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du deine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten. Er meinte... Wieso kann ich denn... Wieso stand das scheiß Auto nicht? Gott, ey! Machst du das absichtlich? Jetzt fahr doch aus dem Weg! Als ich zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten.
Er meint, es ist Zeit, dass Sammy in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Glaubst du, das passiert? Nein, das war aussteigen. Ich wollte nur hupen. So, was ist denn hupen? Kann ich mir das nochmal anzeigen lassen hier schnell? Fahren. Hup ist auf C, sehr gut. Was wollte ich gerade sagen? Glaubst du, was passiert? Das war deine Schuld. Schwierig ist anders zu kommen. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen? Vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wir wissen beide, es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Marcano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Das ist genau das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung. Vielleicht, weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Tritt gekommen, aber das wird... Ist ja immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Ach was. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. Okay. Ich hab's langsam schon fast raus mit der Fahrzeugsteuerung. Okay, also unsere alte Gang wurde jetzt komplett ausgerottet. Bis auf uns wurde in den Kopf geschossen. Das hat nicht so gut geklappt. Und jetzt haben wir den Typen krass auf die Fresse. Fuck, das Sammy's Bar, die komplett abgefuckt ist. Was wollen wir denn da noch? Soll ich dich nicht doch mitnehmen? Nein, Mann. Alles gut. Ich bin im Hotel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Ist gut geparkt. Ich fahre BMW, also von daher. Klettern. Hol deine Sachen. Welche Sachen, die komplett verbrannt sind? Gott, was ist denn das hier schon wieder? Willkommen daheim, mein Junge. Okay, gut. Was zum Geier? Gott, ihr lasst euch schon wieder so zum Horrorspiel werden, ey. Das ist ein Cutscene. Das ist keine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Habe ich dir schon erzählt, woher ich die hatte? Klar, gestohlen. Stimmt. Aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgesteckert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein. Hatte sich gerade, das war mein E-Mail-Programm, hat sich gerade rasiert ohne Rasiercreme mit einem scheiß Messer, benutzt ein Messer, um tödliche, gegen eine tödliche Überwältigung auszuschalten. Da kannst du deine Spieloptionen nicht tödlich. Die bringen wir alle um, Ficker. Versteck. Draußen, ich muss es aber tun. Draußen im Kampf wird alles Geld, was du bereits in der Brieftasche verwahrt. Wenn du in Gefecht kommst, verlierst du einen Großteil davon. Umkommst, also bunkerst lieber im Safe, okay? Okay, in Sammys Keller, um das Ball zu bunkern, dass du in der Brieftasche gesammelt hast. Okay, machen wir es mal. Ja,
Okay, der Part ist jetzt aber auch vorbei. Dann hoffe ich, es hat gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.